auch mal sagen, also wir hatten ja auch damals nicht nur unsere Bücher an der Borte, sondern überall verstreut, weil wir haben ja immer noch gearbeitet bis 2008. So, und wenn man dann plötzlich reinkam, dann wird man immer gesehen haben, dass über die Bücher saßen. Nichts anderes. Na, oder dass da eine Bücher stammen, die man selbst nicht versteht. Na, dann frage ich doch mal, ob wir das geerbt haben oder so, ne? Mhm. Weil wenn wir ein bisschen doof sein sollen, dann können wir die ja wohl gar nicht verstehen. Und dann hätte ich schon mal eine Antwort gesagt, hätte mir einer gesagt, ich bin ein bisschen doof. Na, den hätte ich auch ein bisschen was erzählt. Also was lassen wir nun gar nicht gemacht. Okay, absolut. Also zu DDR-Zeiten musste ich mir schon immer sagen lassen, dass ich doof bin. Weil mir fest vorgenommen, nach 1910 lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Ne? So, wir sind hier nur zurückgetreten, weil wir hier nur für den Endsieg gearbeitet haben, Herr Nadel. Und der ist da. Egal, was man hier macht, das ist unser Sieg, den lassen wir uns nicht mehr nehmen. Nur deshalb habe ich dann immer 10 Jahre wie ein Maikäfer gebucht. Und gut, dass ich dabei war. Also möchte ich auch nochmal sagen, also meine Frau, man hat meine Frau hier hemmungslos angeschrien. Und wenn es alleine losging, dann wurde sie sowieso total fertig gemacht. Aber selbst in meinem Beisein, so Kessler und so weiter, ne? Also es unter aller Würde, für nichts, für gar nichts, es war nichts da. Ne? Weil wir haben immer aufgepasst, dass wir nicht anecken. Wozu denn? Und dazu waren sie zu dumm, uns dann die richtige Falle zu stellen. Dazu fehlt es ihnen ein bisschen Oberstübchen. So, meine Frau kannte sich auch mit Gesetzen aus. Wir haben uns immer die aktuellen Bücher geholt, ne? Also Arbeitslosengeld 2 und alles. Und auch Selbstständigkeit nicht mehr gehen. Alles, was da gab, so. Lass mich entschuldigen, wenn es zu klein ist, wenn los wird. So, aber möchte noch mal sagen, also bei mir jetzt, möchte noch mal sagen, also wenn ich da ein bisschen komisch spreche oder so, und ein bisschen anecken, wissen wir Bescheid. Weil ich möchte nicht unterbrechen, wir wissen nicht, wie lange sich das Wetter hält. Wir wissen nicht, wie lange wir noch planen können, bis man uns wieder verdrängt. So, möchte aber auch noch mal sagen, dass man jetzt ja ein bisschen was rausgekriegt hat und so und ich möchte auch nochmal sagen, dass meine Frau unterrichtet hat. Unter anderem haben wir ja festgestellt, dass sie auch im Rechenzentrum Rostock tätig war und wahrscheinlich auch woanders. Weil wir haben sie natürlich nur unter Hypnose überall hingehen lassen, wie sie gearbeitet hat. So, und dass man ihr da hemmungslos dumm gekommen ist. Dass ich das denn dann abgelehnt habe bei diesem Beruf. Und heute denke ich mir, wussten sie das. Ne? Dass meine Frau ein Ami-Schwein war, mein Name. Und die Frau des Prinzregenten. Dass man denn oft, weil wir haben das nicht verstanden, weil auch ein Mann sollte doch vernünftig sein, wenn er eine Matheaufgabe oder Physikaufgabe oder irgendwas vernünftig erklärt. Und auch meine Frau hat Mathematik und Physik und alles unterrichtet, nicht nur Informatik und alles andere, an Biologie und jedenfalls hat sie das auch unterrichtet und so. Und heute denke ich mir, sie wussten Bescheid und hatten bloß so eine Wut, dass sie es nicht verstanden haben. Und meine Frau das alles ganz locker kann. So, und wir wunderten uns immer, dass sie einen Auffrischungslehrgang machen sollte in Englisch nach 1990 und da hat sie auch schon wieder Englisch unterrichtet. Ne? So, und vorher hat sie dann auch garantiert Englisch unterrichtet, wovon wir gar nicht. So, und ich weiß bloß, dass meine Frau so gut Englisch konnte, dass ich auch gestaunt habe, einige andere auch staunen, ne? Dass man sie jetzt so bearbeitet hat. So, und da sie jetzt auch ein bisschen gehört haben, was mit meiner Frau los war und da nichts zu sehen war, was da ist, auch so ein großes Arbeitszimmer mit vielen, vielen Fachbüchern, nehmen wir auch an, dass wenigstens ihr Vater irgendwie auch eine wissenschaftliche Tätigkeit hat. Ne? Oder irgendwas anderes. Ne? Ja, okay. So, und deshalb bitte ich mir da auch meiner Frau gegenüber ein bisschen mehr Respekt. Weil ich mag sowas nicht. Auch wenn sie da nicht so reden kann oder so, aber wie gesagt, ich wollte schon alleine bleiben und man hat für mich hier keinen gefunden, der dann meine Frau reingeholt hat, die zu der Zeit aber auch schon in Rostock lebte. So, und ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie man sich da dann ausgelassen hat. Und bei mir wusste man dann wohl schon viel eher, viel mehr. Ich persönlich weiß jetzt seit 2005, wie das mit mir angebunden war. Ne? Also fürstenhausmäßig. Ja, das lacht mir doch nochmal ans Herz, das nochmal zu sagen. Ne? Weil nicht, dass wir uns da auch falsch verstehen hier. Mit Frauen wahrscheinlich intelligenter und so, selbstverständlich. Aber nicht alles, was hier rumläuft. Ne? Weil das ist immer wieder so und wieder so.
Das sind bestimmt nicht die, die hier rumlaufen, der Nadi. Es geht ja wirklich um Intelligenz. Nichts anderes. So, und was wir da schon mal ein bisschen angekündigt hatten, können wir auch weiter ein bisschen auflösen und so, das sollte reichen. Ne? Also der es will, der erkennt das, mit diesen ganzen Sicherheiten und mit dem Menschen selbst, was ich da erzählt habe. Ne? Dass ja jeder denn seinen Weg geht und dass die Natur muss sie natürlich schützen. Und der Mensch ist ja das intelligenteste Tier auf diesem Planeten. Dass die Natur natürlich ganz andere Mechanismen erschaffen, die der Mensch dann selbst auch nicht erkennt. Wo er sich dann im Prinzip selbst auslaufen kann. Ja? Genau. Und Drogen, wenn ich schon eine Sache sage, das ist Geld, die auch anzusetzen. Gehen wir mal zurück zur Gesellschaft und wir machen alles. Die ganze Arbeit gemacht. Und so sollte es eigentlich auch bleiben. Nachdem sind sie im Prinzip alle schon ein bisschen entblasst. Und wenn man sich da nicht so schnell wiederfindet, wie es eigentlich so sein sollte, dann war es das vielleicht auch mit den Menschen. Ich weiß, Ihnen ist das natürlich alles egal. Das muss jeder selbst wissen, ne? Finde ich auch. Trotzdem ist es gut, dass wir schon mal gesagt haben, weil ich glaube, das erkennt doch nicht mal jeder. Da gehört schon ein bisschen was dazu. Auch da wird die Natur schon Regeln und Mechanismen geschaffen haben, weil das soll derjenige ja gar nicht erkennen, der dann in seine eigene Vernichtung reingeht, weil er eben ein Fehler der Natur ist. So wie beispielsweise die Staatsversager. Ich kann mich nicht. Thank you.